Guten Morgen Leute, was geht? Bei uns geht es jetzt weiter Richtung Vulkan. Wir haben spontan entschieden, an die Westküste weiter zu reisen, weil da das Wetter gut ist. Wir haben uns am Wetter orientiert und gehen jetzt gerade am Busbahnhof. Wir haben noch so ein Mädchen kennengelernt aus der Schweiz, da hinten ist sie. Sie heißt Juliette und sie kommt jetzt mit uns mit. Also erster Stopp ist ein Vulkan und danach geht es dann weiter an die Westküste nach Tamarindo. Wir sind pumped, würde ich sagen. Bist du pumped? Ich bin pumped! Let's go! Ja, ihr seht, wir sind anders pumped. Und ja, mal gucken, wie es jetzt so weitergeht, ob das alles klappt mit dem Bus. Wo wir heute Abend schlafen, wissen wir wieder nicht, aber das ist halt unser Style. Also unsere Rucksäcke machen uns gerade ein bisschen zu schaffen. Ich fühle mich 1:1 wie so ein Packesel. Wir meinten, als wir zu Hause sind, mit den Rucksäcken können wir durch ganz Costa Rica laufen. Aber das ist echt gut schwer. Nee, es wird schwierig, weil... Aber wir denken, es liegt ein bisschen daran, weil sie vielleicht falsch eingestellt sind. Das hoffen wir. Nicht, weil wir so Leuche sind. Wir sind jetzt auf jeden Fall beim Bus angekommen und jetzt geht es nach La Fortuna zum Vulkan mit dem Bus hier. Wir haben nämlich hier noch ein paar andere Leute kennengelernt und ich sage, jetzt geht's los zum Vulkan. Justin hat vorhin zu mir gesagt, weil ich habe erzählt, wir gehen Westküste, wir gehen Ostküste, wir Mexiko, Freestyle machen wir einfach. Und Justin so, ihr habt auch keine Ahnung, wo ihr in 2 Monaten seid oder nicht. So, ja Mann, wir haben keine Ahnung, wo wir sind und das ist das Geile. Das ist das Geile. Und genauso habe ich mir Reisen vorgestellt. So, Leute im Hostel treffen, mit denen Freestyle mit dem Bus hinfahren, an der Bushaltestelle Leute treffen, Freestyle, geil. Stunde oder so, wir haben eine Stunde durchgehasselt, Videos geschnitten. Ich glaube, wir fahren noch eine Stunde, wir haben keine Ahnung wie lange, aber auf Google Maps haben wir halt erst die Hälfte vom Weg geschafft und deswegen... Und die Schlafmütze geht jetzt schlafen und ich gucke noch ein bisschen Fernsehen aus dem Fenster. Also hier haben wir die komplette Experience. Niklas ist dabei, eine Mandelentzündung zu bekommen. Jetzt haben wir auf einer spanischen Zopfe oder sowas einfach nach Salz und heißem Wasser gefragt. Es ist halt kalt. Das ist das Beste, was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. Wenn ihr Halsschmerzen habt oder eine Mandelentzündung, holt euch irgendwie Wasser, am besten warmes und Salz. Bisschen umrühren und damit gurgeln. Ehrlich, das wirkt Wunder. Ich bin ein bisschen anfällig für Mandelentzündung mit Klima und hier und da. Wäre halt fresh, wenn ich einmal umrühren könnte. Umrühren auf low budget. Macht noch mehr Bakterien in meinem Mund gefühlt. Zum Vulkan, auf dem Vulkan. Wir gehen in die Hot Springs. Wir werden Ziplining machen. Wir werden Wildwasser-Rafting machen. Leute, was geht? Wildwasser-Rafting. Okay, also wir haben gerade, wir wollten hier Essen holen beim Store an der Straße einfach. Und das Essen hat geschmeckt wie... Mein linker Zeh, Digga. Wie hat das Essen geschmeckt? Mein linker Zeh. Nee, das Essen war echt ungeil. Das Ding ist, dass wir halt heute bis eben noch nichts gegessen haben und wir uns jetzt nochmal Pommes bestellt haben, weil wir jetzt in die Hot Springs fahren wollen. Chojin. Yes, it's a nice place. No. Chojin. Chojin. Muy bien. Chojin. Chojin. Pura vida de Chojin. Pura vida es buenos amigos. Pura vida, amigos. Geil, love it. Also wir gehen jetzt Hot Springs. Hot Springs, das ist was so Faszinierendes. Nicht irgendwelche künstlichen Hot Springs, die auf Naturbasis durch den Vulkan sozusagen entstehen, also durch die Wärme vom Vulkan. Warme Wasserquellen. Mit warmem Wasser. Warmen Wasser. Da gehen wir jetzt hin. Schmeckt. Ja, gehen jetzt in die Hot Springs. Was soll ich mehr sagen? Gönnt euch das hier.
Wow, wow, wow. Okay, Live-Statement. Bro, wie warm ist das Wasser? Bruder. Warm wie Badewanne. Ehrlich? Das Wasser ist warm. Ich kann das fast nicht glauben. Was? Was? Man braucht ja gefühlt so einen kalten Drink oder so. Die haben alle kalte Drinks. Wie heftig. Hallo. Tell everybody, how warm is the water? Yeah, it's pretty warm. Wow. Man sieht, glaube ich, auch, dass der Dampf so hoch geht. Sieht man das? Ja, man sieht das perfekt. Es dampft einfach wie heftig. Es ist so warm, es dampft. Wie krass. Ich muss wirklich sagen, es ist so real, es ist so krass, es ist einfach, der Fluss ist so warm wie eine Badewanne. Er ist so warm wie eine Badewanne. Okay, meine Badewanne ist 42 Grad und das sind keine 42 Grad. Okay, Niklas Badewanne ist 42 Grad und das hier sind keine 42 Grad. Ich sag ehrlich, das sind, warte, 32 gleich. Es ist auf jeden Fall brutal warm, egal ob jetzt 30, 35 oder wie warm auch immer. Das ist sogar weniger. Anders hart, anders geil. Ich könnte hier 10 Jahre drin sitzen bleiben, 10 Jahre. Echt krass, einfach krass.